erste Tag. Als erstes erschuf Gott die Erde. Zunächst erschuf Gott den Tag. Zuletzt erschuf Gott die Nacht. Das war der erste Tag. Am zweiten Tag sagte Gott, über der Erde soll sich der blaue Himmel wölben. Von der Erde soll Wasserdampf aufsteigen und sich in den Wolken sammeln. Gott freute sich über den Himmel und die Wolken. Und Gott sah, dass es gut war. So ging der zweite Tag zu Ende. Wir präsentieren euch den dritten Tag. Am dritten Tag sagte Gott, das Wasser soll zurückweichen. Damit Land entsteht, auf dem Land sollen Gräser, Bäume, Büsche, Blumen und Früchte wachsen, damit die Erde grün und bunt wird. Und das war der dritte Tag und Gott fand, dass es gut war. Sagte Gott, am Himmel sollen Lichter leuchten. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht. Dann machte er noch viele kleine Lichter dazu, die Sterne. Und Gott sah, dass es gut war. Und das war der vierte Tag. Tag 5, wo Gott Meerestiere und Vögel erschuf. Und Gott sah, dass es gut war. Die Fische vermehrten sich und die Vögel auch. Vögel lernten fliegen und Fische schwimmen. Das war Tag 5. Das ist der sechste Tag. Wo Tiere und Menschen erschaffen wurden. Und von dort an gab es viele Tiere und Menschen. Und es gab die Liebe. Das war der sechste Tag. Uhr. Heute im Studio. Harry Gummibier. Neue Themen. Gott hat die Welt erschaffen. Hier ein paar Einblicke.